Na, da fangen wir doch im zweiten Teil an, wo wir im ersten aufgehört haben. Rechts kommt gleich der Eingang zum grünen Gewölbe. Bei so vielen schönen Häusern hat man ja nicht auch genug. Da liegen schon eine Menge Schätze drin. Auf fast jedem freien Platz sind so ein paar Buden aufgestellt. Museum gibt es ja reiche in der Stadt, zum Beispiel hier für Kupferstiche. Ist das keine Augenweide, das Taschenberger Palais? 1705 erbaut. Ist natürlich ein krasser Unterschied zwischen dem anderen Baustil in der Stadt. Ich glaube, das Palais war den Damen vorbehalten und da hinten durch diesen Übergang, da konnte man dann ins Schloss. Dürfte wohl weltbekannt sein, die Semperoper. Ein tolles Gebäude, anders wie die Oper in Köln. Die Oper vor dem Zweiten Weltkrieg in Köln, die sah so ähnlich aus, also vom Baustil her. Warum das bei uns alles abgerissen wurde und nicht wieder aufgebaut wie hier, das verstehe ich nicht. Es gab eine ganze Menge Kapellen in der Stadt, aber die hat natürlich vorwiegend Weihnachtslieder drauf. Aber manchmal ist weniger mehr. Figuren vom Dach der Semperoper. Der Eingangsbereich, ich wollte ja mal da rein, aber die Führung war erst gegen 17 Uhr. Na, da fahren wir wieder nach Hus.
war schon vorher noch welche, aber die waren ausgebucht. Ich habe ja gestern extra meinen Teller leer gegessen, das hat aber nichts geholfen. Das Wetter ist nicht besser geworden. Durch das Tor durch, dann befinde ich mich am Inneren schon des Zwingers. ...2011 war ich mal im Sommer hier, das ist schon ein Unterschied. Überall waren hier Blümchen gepflanzt. Da waren zum Teil aber mehr Touristen wie Blumen. Es ist eine ganze Menge hier rund in den Zwinger eingerüstet. Das hört sich an wie auf einer Großbaustelle. Ah, gerade habe ich den Grund auf einer Tafel gelesen. Dresden wird 2025 Kulturhauptstadt Europas. Klar, dass da an allen Ecken und Enden gebaut wird oder ausgebessert. Da oben kann man ja auch rumgehen. Na guck ich mal, wie ich da raufkomme. Der Name Zwinger war im Mittelalter hier für so eine Anlage typisch. Da gab es einen inneren und einen äußeren Befestigungsring. Man hat hier 1709 eine sehr schöne Orangerie angebaut. Ah, ich habe den Aufgang erblickt. Da reibt man sich verwundert die Augen. Nein, das ist keine Moschee. Das ist ein Fabrikgebäude für eine Zigarettenfabrik. Das war eine Auflage, so dicht an der Altstadt dann. Dürfen natürlich keine Fabrik gebaut werden. Ich finde, das ist eine gelungene Lösung. Da ich kein Raucher bin, sagt mir die Zigarettenmarke gar nichts. Die fast umlaufende Terrasse erreicht und hier bin ich am Brunnen. Leider aber verständlich ohne Wasser. Im Sommer und dann noch voll in Funktion, da ist der Brunnen schon ein Erlebnis. Ob das denn nicht zu kalt ist? In anderen Schlössern habe ich schon gesehen, da wurden die in so Kissen eingepackt und vor Frost geschützt. Aber bei so vielen Figuren, das wäre schon schwierig. Thank you.
Tag mal in die Zeit zurückversetzen lassen. Das wird doch interessant. Irgendwie sieht das alles noch ganz neu aus. Gut, im Winter sind die Lichtverhältnisse nicht besonders, aber dafür ist es hier ziemlich leer oben. Da hat sich ja doch noch einer verlaufen. Es gibt hier im Zwinger noch ein schönes Glockenspiel. Dann gehe ich mal wieder runter. Am Sophienkeller angekommen, hier soll es Mittagessen geben. Erst noch den Brunnen bewundern. Finde das Innere vom Sophienkeller ein bisschen verbaut. Erinnert mich auch ein bisschen an Hofbräuhaus. Die Atmosphäre war auch nicht mein Geschmack. Das Essen war für Touristen. An der Kunst kann man sich besser satt sehen. In der Hofkirche war ich auch, war gerade ein Orgelkonzert. Aber die Stücke waren für mein Ohr ein bisschen schwierig. Orgelkonzert ist nicht gleich Orgelkonzert. Wie schon gesagt, in der Stadt wird zurzeit sehr viel gebaut. Trotzdem gehe ich jetzt über die Augustusbrücke bis auf die andere Seite in die Neustadt.
weltbekannt, der Goldene Reiter. Auch so ein Kuriosum, die Dresdner Neustadt ist älter wie die Dresdner Altstadt. Bis zum 16. Jahrhundert war diese Neustadt eine selbstständige Stadt. Dass die Neustadt älter ist wie die Altstadt, da gibt es auch in Bad Kreuznach. August der Starke, der Sachsenkönig. Weil ihr es der Neustadt noch behalten habt, die gibt es, glaube ich, das älteste Milchgeschäft der Welt. Und einen Weihnachtsmarkt gibt es natürlich auch hier. Auch mal interessant zu Buden im einheimischen Stil. Es gab eine ganze Menge Stände, die Dresdner Stollen angeboten haben. Angeblich immer original. Baumkuchenstände gab es auch eine ganze Menge. Richtig viel los ist ja hier noch nicht. Bei jeder Bude habe ich den Christstollen mal probiert. Jetzt bin ich sparsatt. Sieht aus, als wenn hier nie was zerstört worden wäre in der Stadt. In der Nähe gibt es ein Schloss mit dem gleichen Namen. Hier endet der zweite Teil. Es gibt also auch noch einen dritten. Da hinten ist übrigens die Markthalle.